So, Freunde der spätabendlichen Zeitüberbrückung, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur. Zwar nicht, aus so ganz eigennützigen Gründen, am Ende des Tages werde ich den Vertrag ohne regelmäßige Streams, TikToks und Videos, aber auch so nicht mehr los. Und da das eben der Fall ist und ich ohne nicht rauskomme, begrüße ich euch eben vor Anpfiff des letzten Champions-League-Spieltags doch noch auf Neues. Zwar weder motiviert noch gut gelaunt, am Ende des Tages probieren wir uns aber auch so noch an 20 Duell-Features, denen leistet ihr auf jeden Fall Gesellschaft, wobei man sagen muss, dass ich mich heute mal mindestens auditiv zurückhalten werde. Ich habe mir nämlich wieder eine Erkältung eingefangen, aufgrund jener wollte ich mich eigentlich auch zurückhalten, wie ich bereits meinte, werde ich den Vertrag ohne Upload aber nie und nimmer los. Und da das eben der Fall ist und ich ohnehin etwas Zeit überbrücken muss, begrüße ich euch halt so auf Neues. Zwar weder mit viel Gesprächsstoff noch mit was Ähnlichem, 20 Duell-Features können sich aber auch so noch sehen lassen. Drückt mir also die Daumen, angesagt wäre auf jeden Fall ein Maximalgewinn, wobei sich in solcher aller Wahrscheinlichkeit nach eh nicht sehen lässt. Probieren werde ich es trotzdem. Ich kaufe mir, wie ich meinte, eh 20 3000 Euro Features. Binnen der 20 bräuchte ich einmal 5, respektabel 4 Versus Drops, sonst spekuliere ich einfach mal auf einen Gewinn. Wobei ein Gewinn nicht wirklich das Wichtigste ist, recht wäre mir schon mal ein akzeptabler Verlust. 10 bzw. 20 wären okay, alles drüber ist in Betracht des Guthabens aber echt unnötig. Dementsprechend hoffe ich schon, genau deswegen hoffe ich schon mal auf ein paar gute Freispiele, wobei wir eh erstmal sehen müssen, wie das Ganze läuft. Ich werde eher fragen, währenddem ich das mache, gehe ich kurz mal auf eine Kombi-Wette ein, die ich heute abgegeben habe. Ich habe mich nach längerer Zeit nämlich wieder an der Champions League versucht, genau genommen am letzten Gruppenspieltag der Champions League. Bevor ich dazu aber jetzt mehr Worte verliere, schauen wir uns mal den Gewinn an. 3 Versus Drops sind nicht schlecht. Lines sind es auch ein paar. Multimäßig passt es eigentlich auch. Das sollten schon so um die 10 sein. Oder nicht? Ich meine, es ist ein kleiner Einsatz. Es sind tatsächlich nur um die 7,5. So gesehen das Doppelte vom Einsatz. Viel ist es nicht. Rauskaut hat es mich aber auch so. Deswegen gehen wir so gut wie möglich zurück zum Thema. Getippt habe ich, wie ich bereits meinte, nämlich jeweils auf den Favoriten. Namentlich wird es Leipzig, Manchester City, Porto, Barcelona und Paris Saint-Germain. Den halben BTC habe ich dafür verausgabt. Das sind zum Zeitpunkt der Aufnahme so um die 20.000 Euro. Bei Erfolg hole ich mir um die 4,47 BTC ein. So gesehen drücke ich später die Daumen, wobei wir eh sehen müssen, wie das Ganze läuft. Gestern ging es allenfalls ganz gut. Ich habe 2 Wetten abgegeben. Eine auf Bayern und eine auf Benfica. Beide sind aufgegangen. Beide haben mir so um die 20.000 Euro eingespielt. Heute verausgabe ich die 20 in einer separaten Wette. Vielleicht ja mal zu, meine Freunde. Bevor ich hier jetzt immer noch den Faden verliere, gehen wir einfach in den dritten Bonus rein. Ein bisschen aufs Gaspedal müssen wir ja so oder so drücken, sonst werde ich heute nicht mehr fertig. Wobei es am Ende des Tages auch egal ist. Vielleicht kaufe ich mir auch nur um die 15 Freispiele, vielleicht auch nur 10. Bei einem Maximalgewinn haue ich allenfalls früher ab, wobei ich bei Hexo so oder so nur einen Maximalgewinn hatte. Leider Gottes einen richtig irrelevanten gewonnen habe ich, nämlich gerade so 2000 Euro bei Gronkh's Gems. Das waren 20 Cent Bonus bei Stake. Der hat mir eben einen 2000 Euro Gewinn ausgezahlt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das ein 12.500x Gewinn war oder ein etwas kleinerer an sich. Spielt's aber echt nicht zur Sache, was zählt, sind die Freispiele und genau die schauen wir uns der Reihe nach alle mal an. Währenddem ich das mache, gehe ich auch kurz nochmal auf eine andere Thematik ein. Ich habe mich nämlich wieder etwas im Poker eingelesen, bin in der letzten Tage ein, zwei Online-Poker-Turniere gespielt, jetzt nicht mit extrem viel Erfolg, super schlecht habe ich aber auch so nicht abgeschnitten. Genau deswegen werde ich mich früher oder später auch mal an der WPT probieren. Drückt mir da also gern die Daumen, vielleicht mache ich da sogar einen Vlog. Interessant wäre es sicher, wobei die allermeisten von euch mit Poker wohl nicht allzu viel am Hut haben. Ich kenne mich da ja, wie ich bereits erwähnte, auch nicht super aus. Ein bisschen Expertise weiß ich
nach 300-400 Stunden aber auch auf. So wäre es mir mal mindestens recht. Schreibt mir eure Meinung zu Poker-Vlogs also gern in die Kommentare. Ich fände es allenfalls interessant. Besser als bei den Slots würde es mir da auch sicher gehen. Mal mindestens einsatzmäßig. 200 kann ich nämlich in so fast keiner Poker-Session versenken. Wobei ich ohnehin kein No-Limit Texas Hold'em spiele. Mal mindestens nicht in Vegas. Bevor ich hier jetzt immer noch den Faden verliere, widmen wir uns einfach dem Bonus. Das ist der 5. in petto. Ein Viertel haben wir durch, ein bisschen was haben wir besprochen. Genau deswegen werde ich mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten. Vielleicht lässt sich ja mal ein guter Bonus sehen. Finanziell schlagen wir uns ja nicht so schlecht. Es waren ein, zwei akzeptable Features. Ich habe hin und wieder ein bisschen was bekommen, wobei ohne 4 Versus Drops halt auch so ganz und gar nichts geht. Vielleicht lassen sich die 4, respektabel sogar 5 in einem der kommenden Features aber auch so sehen. Ich drücke allenfalls meine Daumen, wünschen würde ich es mir. Vielleicht kommen es gleich. Der 6. Bonus ist es. Finanziell schlagen wir uns akzeptabel. Ich hatte 62 zu Beginn, jetzt sind es um die 57. Finanziell sind wir gut dabei. Wobei ein Verlust natürlich auch nicht gut ist. Lieber bekomme ich aber ein bisschen was zurück, als dass ich eben alles verliere. Wobei ich das, glaube ich, niemandem von euch sagen muss. Ich halte mich jetzt ein wenig zurück. Jetzt habe ich alles gesagt. Jetzt schauen wir, was geht. Ich hau mal die Turbo-Spins rein. Ich glaube, das ist okay auf kleineren Spins. Und langweiligen Features passt es. Sonst wird es ja eh nur ein brutal langes Video und von dem habt ja weder ihr noch ich was. Deswegen holen wir uns auch gleich den 7. Bonus. Ein Drittel ist durch. Jetzt bräuchte man mal einen guten 3 Versus Getter, hat man ja einmal. 2 sind es wieder. Ein bisschen Cashback ist es. Richtig gut ist aber auch der nicht. Wobei man sagen muss, dass bei Wanted in den allermeisten Fällen eh nichts geht. Ich habe halt ein Break-Even-Feature, ich kaufe mir das 8., das 9. und dann noch das 10. Und dann schrauben wir die Einsätze für die letzten 5 Features ein bisschen hoch. Wer nichts wagt, gewinnt nämlich auch nichts. So gesehen gehen wir ein gewisses Risiko ein. Auszahlen müsste ich es ja so oder so nur einmal. Gib mir bei Gelegenheit auf einen etwas besseren Einsatz dann also 3 oder 4 Versus Drops. Mit 3 könnte ich allenfalls was kriegen, wobei bei Wanted in den allermeisten Fällen nicht so viel geht. Es ist halt einer der volatileren Slots. So gesehen male ich mir da auch gar nicht viel aus. Als Abendunterhaltung kommt es in der Pause aber auch sicher so ganz gut rüber. 3000 Euro Features sind für die meisten von euch nämlich auch so interessant. Für mich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht ist es am Ende des Tages aber auch besser. Ohne diesen Reiz habe ich auch weniger Suchtdruck und ohne den Suchtdruck verzocke ich am Ende des Tages auch weniger. Wobei ich mich so oder so vom Glücksspiel mal mindestens von den Slots distanzieren möchte. Gut, tun mir die nicht. Das habt ihr allesamt ja eh binnen der letzten Jahre mitbekommen. Ich habe da leider einen falschen Weg eingeschlagen. Ich habe leider Gottes auch zu viel versenkt und aufgrund dessen auch zu viel verloren. Lieber ziehe ich aber auch so früher als nie die Reißleine. Nehmt es mir also nicht übel. Nehmt es mir auch nicht übel, dass ich hier etwas kürzer tritt. Ohne AZ-Escape-Bezahlung gehen sich AZ-Escape-Freispiele nämlich nicht aus. Ist, glaube ich, klar. Um sich solche 200.000 Euro Freispiele leisten zu können, muss nämlich auch ein gewisser Cashflow her. Und den Cashflow bin ich weder Wins noch irgendein anderen Casino wert. So gesehen kaufen wir uns den 9., dann noch den 10. Bonus und dann zu Ende noch 3 interessantere Freispiele, wobei wir uns finanziell eh super schlagen. Es ist ein guter Hit, gerade im Super Turbo Spin.
Der kann sich aber sehen lassen. 30 passen. Schade, dass das jetzt ein Quickspin war. Trotzdem mal ein guter Bonus. Wobei wir nochmal 3 Drops kriegen. Das ist eine Full Line auf den Top-Symbol. Multimäßig passt es auch. So gesehen hat sich das Ganze auszahlt. Wobei das jetzt kein Riesengewinn ist. Das sind wahrscheinlich so um die 10. Um die 8, ja. Nicht schlecht. Wobei das für ein 3000 Euro Feature eigentlich bombastisch ist. 2000x aufwärts haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Ein 10. Feature habe ich mir geholt. Jetzt stehen noch 3 10.000 Euro Features an. Den Rest ziehe ich mir raus. Vielleicht lassen sich wieder aller Wahrscheinlichkeit ja noch 2 gute sehen, wobei 1 auch schon ausreichen wird. So wie ich Wanted kennt, kommt jetzt aber eh sicher ein 0x-Feature, wobei das eh mal eine Verbindung ist. Jetzt keine Relevante. Ich krieg keine Fullline. Ich habe auch nicht die besten Multis. 10 sollte es aber auch so ausspucken. Bei mindestens 7. 75% Cashback, besser als nichts. Eigentlich ein solides Feature. Profit ist mal gewiss. 2 weitere holen wir uns und dann tschüss ich ab. Dann hatte ich auch, wenn es vielleicht gar nicht angedacht war, doch recht viel Spaß. Gelabert habe ich auch viel. Meine Stimme nimmt es mir recht sicher übel. Fürs Video reicht es aber auch so noch aus, wobei ich eh eine allerletzte Sache anbringen möchte. In meinem Vertrag stehen Streams. Und die Streams kann und muss ich in näherer Zukunft abarbeiten. So gesehen könnt ihr bei Interesse gern schon mal mein Kick abchecken. Den Link zu jenen findet ihr in der Beschreibung. Wobei es hier auch nicht allzu regelmäßige Streams geben wird. Ich schaue mal das Ganze halt an. Ich gehe die 6 Mal, die im Vertrag festgehalten sind, live und dann war es auch für mich. Öfter seht ihr mich nämlich sicher nicht, sonst verzocke ich noch zu viel und davon habe ich, wie ich bereits mehrmals sagte, nichts. Nehmt mir dieses unnötige Quatsche also nicht übel. Genießt die letzten paar Freispiele. Ich halte mich zurück. Das nächste Profitable haben wir eh. Wobei es jetzt kein Riesenprofit ist. 13 sind 13, alles gut und recht. Viel bringt's aber auch so nicht. Ich bräuchte diese 5 Versus Drops. Nach den 900 Freispielen, die ich mir gekauft habe, wären sie langsam vielleicht auch vonnöten. Gib mir die also im allerletzten Bonus. 15 verausgaben wir, 85 ziehen wir uns raus. Beziehungsweise lassen wir uns für die nächste Session drauf. Ich würde mich ja auch so gern mal wieder an einem Bücherslot probieren. Angesagt wäre da allenfalls Book of Uledites. Das ist diese Book of Duat Neuauflage, bei der es eigentlich horrende Einsatzlimits gibt. Vielleicht probiere ich mich an der. Sonst könnt ihr auch gern andere Bücherslots in der Kommentarsektion nennen. Aufhören werden wir nämlich mit einem altbekannten 0x-Feature. Im Nachhinein betrachtet hätte ich es mir lieber gespart. So lebe ich aber auch ganz gut. Genau deswegen lassen wir es. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Lasst, sofern ihr Spaß hattet, gern ein Like und ein Abo da und checkt bei Interesse vor Beendung auch gern mein Gewinnspiel ab. Den Link dazu findet ihr bei Wins Reloads oder eben auf meinen Discords. Cheers!